Sind sie dir gefolgt? Bist du sicher? Ich hab dich vermisst. Sharif, ein Theaterstück. Eine Liebesgeschichte zwischen zwei palästinensischen Männern. Gleichgeschlechtliche Liebe und Empathie für Palästinenser, ein doppeltes Tabu für die von Fundamentalisten und Rassisten geprägte neue Regierung in Israel. Auf dem Platz in Tel Aviv, wo regelmäßig gegen die Regierung demonstriert wird, treffen wir den jüdischen Regisseur Thomas Al-Dobi. Er macht sich ernsthafte Sorgen, dass Stücke wie seins bald verboten werden könnten. Die Hetze gegen uns ist so gewalttätig. Und anders als vor ein paar Jahren schämen sich die Menschen nicht einmal mehr, ganz offen homophob zu sein. Aber gerade deswegen müssen wir Künstler, wir Theatermacher, genau diese Themen weiter auf die Bühne bringen. Wir müssen über unsere Community sprechen, über Araber, über Frauen, über Minderheiten. Das ist unsere Aufgabe. Der Kampf um einen säkularen Staat. Und die LGBTQ-Community ist nur ein kleiner Teil davon. Derselbe Platz am vergangenen Samstag. 80.000 Menschen gehen auf die Straße, um gegen die neue rechtsreligiöse Regierung zu protestieren. Alle fürchten sie das Ende des liberalen Israel. Wir sind an einem historischen Wendepunkt. In diesem Moment der Geschichte wird entschieden, ob Israel ein demokratischer, fortschrittlicher Staat bleibt oder zu einem totalitären und vorsintflutlichen Staat wird. Israel wird keine Theokratie werden. Frauen werden nicht hinten im Bus sitzen und die LGBTQ-Gemeinde wird sich nicht verstecken müssen. Crime Minister. Anstatt Prime Minister nennen sie Netanyahu, der wegen Korruption vor Gericht steht und dem eine Gefängnisstrafe droht. In einer radikalen Justizreform will seine Regierung nun Gesetze durchboxen, die Politikern mehr Macht bei der Ernennung von Richtern verleihen, um Netanyahus Hals aus der Schlinge der Justiz zu ziehen. In Israel wird niemand über dem Gesetz stehen, auch nicht der Ministerpräsident. Doch Netanyahu und sein Korruptionsprozess, meint Anwältin Anat Ton Ashkenazi, sei längst nicht mehr das Hauptproblem. Er und seine Koalitionspartner vertreten einen Populismus und Verschwörungsglauben, wonach Gerichte linksliberale Staatsfeinde sind. Wir befürchten, dass wenn diese Reformen durchkommen, die der Ministerpräsident und sein Justizminister anstreben, dass wir uns nicht einmal mehr auf dem demokratischen Spielfeld befinden werden. Nach einer Umfrage unseres Instituts meinen 57% der Bevölkerung, was Israel brauche, sei ein starker Führer, der weder auf das Parlament hört, noch auf die öffentliche Meinung, noch auf die Presse. Und daher steht hinter der Dringlichkeit der aufkommenden Protestbewegung die Angst, bald von einem Regime regiert zu werden. In den Augen vieler Israelis ist das neue Netanyahu-Kabinett ein Wolf im Schafspelz, ein als liberale demokratische Regierung getarntes religiös-fundamentalistisches Regime. Polizeiminister Itamar Ben-Gvir stammt aus der messianischen Siedlerbewegung und provozierte erst vor 2 Wochen die Palästinenser mit einem Besuch auf dem von Muslimen verwalteten Tempelberg. Sein Mitstreiter Bezalel Smotrich ist im Verteidigungsministerium für die nach internationalem Recht illegalen jüdischen Siedlungen in den besetzten Gebieten zuständig. Er könnte nach der Justizreform den Siedlungsbau vorantreiben wie noch nie. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen Israels veröffentlichte vor ein paar Tagen einen Tonmitschnitt Smotrichs. Ich bin zwar ein ultrarechter, rassistischer, homophober Faschist, stehe aber zu meinem Wort. Die Tatsache, dass so fundamentalistische, messianische, religiöse, nationalistische, rassistische Politiker jetzt in der Regierung sind, die liegt auch daran, dass Israel wirklich zutiefst gespalten ist und dass eine große Anzahl von Parteien, die eine Koalition mit Netanyahu bilden könnten, das nicht tut, weil er vor Gericht steht, unter anderem wegen Bestechung. Der von deutschen Eltern abstammende Historiker schaut sich fassungslos eine ältere Netanyahu-Rede an, in der dieser noch die unabhängige Justiz pries. Genau die will er nun schwächen, wenn nicht gar stürzen.
geht es nach Netanyahu, soll das Parlament in Zukunft Entscheidungen des obersten Gerichts mit einfacher Mehrheit abschmettern können. Das Ende der Gewaltenteilung. Es gibt eine Gruppe von Politikern, die die ganze Macht an sich reißen wollen. Sie wollen nicht nur die Gerichte entmachten. Jede Körperschaft, die auch nur irgendwie die Macht der Politiker beeinträchtigen könnte, ist heute unter Beschuss, wird geschwächt und politisiert. Eine Anwaltsdemonstration in Tel Aviv. Ohne Kampf werden sie die Unabhängigkeit der Justiz nicht aufgeben. Den Protest der Roben nennen sie ihre Widerstandsbewegung. Streckt eure Schilder in die Höhe, schwenkt eure Flaggen. Das ist erst der Anfang. Und jetzt singen wir die Nationalhymne. Unsere Hoffnung, heißt es da, ist es, ein freies Volk in unserem Land zu sein. Ich denke viel an meine Enkelkinder, wo die jemals ihr Glück finden werden auf der Welt. Und ich sag manchmal, dass ich in der Hoffnung lebe, dass dieser Staat sie nicht zwingt, wegzugehen und Flüchtlinge zu werden irgendwo, wie meine Eltern etwa aus Deutschland. Israel steht am Wendepunkt. Die Demokratie ist gefährdeter denn je. Doch die Protestbewegung hat gerade erst begonnen.